herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ist er der Richtige? So heißt dieses Liegesystem. Dieses Liegesystem wurde von mir entwickelt und bei dieser Legung gebe ich die Antwort, ist er der Richtige oder kommt jemand anderes? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft. Ich schaue das auch astrologisch an und da habe ich eine Bitte für euch. Ihr sollt bitte mitteilen, wollt ihr nach westlichen Astrologie oder wollt ihr nach indischen Astrologie die Horoskopberechnung. Es ist Unterschied. Ich kann die Horoskop nach unserem gewohnten westlichen Astrologie deuten, aber ich kann nach indischen Astrologie deuten und die indische Astrologie würde ich empfehlen, weil diese Berechnung ist die präzise. Und dann kommt natürlich die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, ist er der richtige, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Seiriadile ist die mediale Name. Liebe Seiriadile, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du hast zwei Männer in deinen Seiten und möchtest wissen, wer ist der Richtige. Der eine Mann, wo du länger kennst, habt ihr auch was unternommen und der andere ist die neue Begegnung. Und jetzt kommt dein persönliche mediale Botschaft. Wo verspürst du das innere Feuer? Das ist der Richtige. Ihr wart essen und tanzen. Es wäre so einfach gewesen, ein Ja dazu sagen. Er ging leer aus, wie sehr oft in seiner Kindheit und es waren seinen alten, verletzten Gefühlen. Bringt ihr das bitte in Ordnung. Du verstehst, was diese Botschaft dir sagt. Astrologisch. Du bist in Tierkreiszeichen Waage geboren. Dein Mond, was dein Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und du bist Aszendent Wassermann. Mond bewegt sich um die Erde. Das ist die Mondumlaufbahn. Und diese Mondumlaufbahn ist ein weitester Punkt aus der Erde aus gesehen. Dieser weiteste Punkt, dieser Schnittpunkt, ist ein Energiefeld. Man nennt es schwarzer Mond. Es hat aber mit Schwarzmagie überhaupt nichts zu tun. Dieses Energiefeld beschreibt unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Träume und wir neigen aber dazu, davonlaufen. Und wir sagen dann oft, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient, ich traue das nicht zu, ich kann das einfach nicht. Die Sehnsucht bleibt aber. In deinem Geburtshoroskop war die Mondbewegung genau in diesem Punkt. Du hast einen Bezug zu diesem Schwarzmond, was ich als Schattenseite bezeichne,
aber es ist nichts negativ gemeint. Das ist das Unbewusste. Und nimm deine Wünsche, Sehnsüchte wahr, weil ein Traum kann wahr werden. Lauf nicht davon. Diese Energiefeld neigt dazu und du stehst in diesem Einfluss. Und das macht dich innerlich etwas unsicher. Ich möchte jetzt nicht ausführlich über die Horoskopen sprechen, weil das habe ich schon getan und du kennst da aus, sondern ich möchte eher vergleichen dein Horoskop mit diesem anderen Mann, also nicht die alte Liebe, sondern diese neue Begegnung, mal einfach zum Beantworten, ob ihr überhaupt zusammenpasst. Von Wesen her, vom Gefühl her, von der Liebe her, ja, ihr passt wunderbar zusammen. Aber was die Kommunikation betrifft, entsteht eine gewisse Spannung. Und jetzt schauen wir die Legung an. Wo stehst du gerade? Deine jetzige momentane Situation beschreibt hier diese Karte. Du lernst etwas. Natürlich kann das bedeuten, dass du eine Ausbildung machst oder ein Buch für dich jetzt gerade eine Wichtigkeit hast, weil du lernst etwas Neues. Oder liest du momentan sehr viel, aber das bedeutet auch studieren. Studierst die Verhalten den einen, studierst die Verhalten den anderen, damit du eine kluge Entscheidung treffen kannst. Du bist jetzt die Beobachterin. Und was hindert dich, glücklich zu sein, klare Entscheidung zu treffen? Deine Hindernisse zeigt hier diese Karte. Verletzten Gefühle oder Verlustangst. Beides. Das kann dich hindern. Was stärkt dich, wenn da eine Veränderung kommt und du machst diese Reise? Diese Reise kann eine innere Reise sein, aber hilft dir auch vielleicht jetzt eine auf Reise zu gehen, jemanden besuchen oder Urlaub machen. Eine Reise hat zurzeit eine große Bedeutung und das unterstützt dich momentan, aber das kann auch heißen, eine größere Veränderung in dein Leben, dass du das zulässt, diese Veränderung, ohne Angst wieder verletzt zu werden. Jetzt schauen wir der Mann an, der Mann, wo du tanzen warst, und das ist seine Karte. Er hält etwas ihm fest. Das kann bedeuten, er möchte dich festhalten. Manchmal bedeutet diese Karte, er hat Angst und er hält in sein Angst fest. Diese Brücke heißt Übergangsphase und er ist unschlüssig, welche Richtung soll er sich bewegen. Bist du offen für diese Beziehung oder möchtest du eher loslassen? Er ist unsicher. Er bleibt momentan stehen und mit dieser Münzen in Hand, das ist gerade die Prinzip, etwas festzuhalten. Kann natürlich auch bedeuten, dass er dich festhalten will, hat aber dabei Angst. Und er hat momentan Entscheidungsschwierigkeiten. Genau. Woran liegt sein Stolperstein? Das sind die Lügen und Intrigen in seiner Umgebung. Sein Problem ist, er erkennt das nicht. Dazu ist er zu gutmütig. Das heißt nicht, dass diese Lügen von dir kommen, sondern er begegnet immer wieder mit falschen Leuten und er vertraut die. Er vertraut die und das ist sein großer Stolperstein. Was kann dir bieten? Er kommt immer entgegen und überreicht den Kelch. Und Kelch symbolisiert die Gefühle, weil gehört zum Wasserelement. Jetzt schauen wir den anderen Mann an. Der andere, diese neue Begegnung, das ist die Liebe. Er liebt dich. Er liebt dich, da kannst du sicher sein. Er meint,
du bist seine große Liebe. Woran liegt sein Stolperstein? Das ist der Rückzug, nach innen schauen, zu seinen Gefühlen. Er gibt das nicht zu. Er zeigt das nicht, dass er dich liebt. Und das ist ein großer Stolperstein. Und was passiert dann? Er geht in ein Risiko ein. Er geht in ein Risiko ein, dass durch diese Haltung, weil er nicht über Gefühle spricht, weil er das nicht verinnerlichen möchte, verspielt diese Liebe. Das ist das große Risiko dabei. Kann auch ein Hinweis sein, dass er versucht, neue Kontakte zu pflegen, wie in ein Casino. Er spielt, er verspielt diese Liebe. Was kannst du erwarten bei diesem Mann, wo du länger kennst, wo du tanzen warst? Das zeigt diese Karte an. Du kannst mit ihm deine Träume leben. Leb dein Traum. Was kannst du mit den anderen erwarten? Dass er dich beobachtet mit verliebten Augen, ist aber unbeweglich. Er macht dafür nichts. Er verschließt das alles, weil er will das gar nicht verinnerlichen und versucht nach außen oberflächlich zu handeln. Und was erwartet dich? Was kommt auf dich zu? Konzentriere auf den einen Mann. Konzentriere auf den Wesentlichen, wie die mediale Botschaft war, wo du die innere Feuer verspürst, er ist richtige, dann sag dazu ein Ja. Und ignoriere den anderen und grenzt es ab. Und da muss ich wieder auf diesen zweiten Mann zugehen, der wo später kennengelernt hast. Die Liebe ist da, er liebt dich. Aber er will das nicht verinnerlichen und er verspielt. Und in diesem Platz eigentlich muss eine positive Karte sehen, weil hier in diesem Platz sind die Hindernisse und Blockade und dieser Platz ist etwas Gutes für dich. Das heißt, wenn er diese Liebe verspielt, das ist dein Glück. Das ist dein Glück, weil du liebst ihn nicht. Nur du wirst es nicht sehen. Du liebst diesen Mann. Diesen Mann, wo du tanzen warst, weil das entspricht dein Traum. Ich fasse das nochmal zusammen. Du lernst zurzeit etwas. Versuchen, alten, verletzten Gefühlen loslassen. Kein Verlustangst, sondern sei offen für eine größere Veränderung. Eine Reise würde dir auch gut tun. Der Mann, wo du tanzen warst, möchte dich festhalten, aber hat Angst und Entscheidungsschwierigkeiten. Er ist gutmütig und er glaubt vieles, obwohl sind viele Falschheit, Lügen, Intrigen passieren in seiner Umgebung. Was Gutes ist oder kommt Gutes von diesem Mann, er kommt immer wieder entgegen und es kommt von seinem Herzen. Und mit diesem Mann lebst dein Traum. Der andere Mann liebt dich auch, aber das will nicht verinnerlichen. Und er geht in ein Risiko ein, weil er verspielt diese Liebe. Kann auch bedeuten, dass er andere Frauen auch kontaktiert. Und das, was dich auch verletzen würde, ist aber dein Glück. Das ist aber dein Glück, weil dieser Mann ist nicht der Mann, der dich glücklich machen kann. Er bewundert dich, aber er bewegt sich nicht in deine Richtung. Und du triffst die Entscheidung. Beobachte die Verhalten von beiden, studiere das. Und konzentriere auf den einen, weil das gibt dir die Sicherheit und Stabilität. Und bei den anderen grenzt das ab.
Und das war diese Legung, ist er der Richtige? Liebe Seiria Diele, ich möchte mich bedanken nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.